Alles klar, dann schauen wir uns das erste TikTok an, was uns jedes TikTok, was uns zum Lachen bringt, 100 Euro. Wir müssen. Ich kann nicht pleite machen jetzt eigentlich, ne? Ne, das wäre ja, das wäre nicht so nett. Wir müssen ganz kurz festhalten, was ist für dich Lachen? Wenn du so. Das ist für mich kein Lachen. Lachen ist laut lachen. Mhm. Okay? Okay, okay. Bist du kitzelig? Vielleicht. Okay, ne, ich aber warum sollst du mich kitzeln? Musst du ja 100 Euro spenden. ich wollte nur wissen. Ich bin überkrass kitzelig. Ist das so? Ganz schlimm, ganz schlimm. Wo, dein Arm am deutlichsten hier, oder? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, okay. Ja. Nein, ich bring dich nicht zu kitzeln. Grinsen in Köln. Nein, laut lachen. So, ist glaube ich schon Lachen, oder? Laut lachen. Du kannst doch so gut schauspielen. Mach doch mal ein schauspielerisches Lachen. Nee, mach ich nicht. Laut lachen ist gleich 100 Euro. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Mhm, okay, okay, okay. Okay, let's go. Erstes Video. POV, du kommst außerdem zu den Talons in der Stadt. Tag heute. Oh, du willst dich also prügeln, hä? Na, dir zeigen wir's, Opa. Da ist er. Das fand ich jetzt schon gar nicht so unwitzig, muss ich sagen. Nee, das war ganz okay, ja. Mhm. Aber es hat mich nicht zum Lachen gebracht. Was haben wir jetzt? Mal ein guter Warm-up so. Ja. Boah, das ist laut. Der hat fast die gleiche Frise wie du gehabt. Oder? Man könnte meinen, ihr habt gleich einen Friseur. Wer von wem? Das bin ich einfach. Finde ich auch nicht lustig. Nö. Zum Beispiel jetzt muss ich lachen, aber nicht über das TikTok, sondern über meinen Witz. Ja? Habe ich jetzt 100 Euro gewonnen oder was? Ja, du kriegst 100 Euro jetzt von ihm. Okay, gut, weiter geht's. Das boah, werden so viele Scheißclips dabei sein. 100% that I, me so who and someone next to that guy and now that guy is dead. Me killed that guy for who sure. Who thinks me who saw guy. Me? Who, no. You see them? Who my, saw myself? Someone and who saw me maybe? Yeah. Who not sure? Me so who? Me so. Verstehst du das denn überhaupt? Ja, schon. Die diskutieren halt, wer, wo, was. Was soll ich das, weil es Englisch ist? Nein, das habe ich schon verstanden, aber ich finde es unfassbar unlustig. Das war nicht witzig. Oh, hier. Von Carsten Clip. Oh. Guck mal, meine Zähne, wie hässlich, Alter. Ist das Bild bearbeitet? Sieht ganz normal aus, oder? Sag einfach, er sieht ein bisschen aus wie Allotrix. Sag das mal. Nee, das sag ich nicht. Nein, sag doch, komm. Okay, der sieht ein bisschen aus wie Allotrix. Ey, wir beide. Mit wem warst du da im Discord? Wer war das? War das Gnu? War das Jasmin? Ich glaube, das war nicht Jasmin, ne? Das war, glaube ich, Carsten selber. Kelly, schreibt einer. Ach, Kelly. Ah, ja. Natürlich. Okay. Ja, gut, dass er schon weg ist, der Carsten, ne? Ja, der hat das nicht so lustig gefunden. Nee. Hat schon mal jemand weniger geschlagen? Haben wir so virtuell Golf und er hat 15 Meter geschlagen. Das, ja. Das kann ich gar nicht einschätzen. Das doch, klingt doch gut. Nee, guck dir den Schlag an. Ach so. Guck, wo die Kugel hingeht. Hey, gar nicht weit. Ein Meter war das ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Schiebung. So, diesen Mann, ne? Diesen Abu Goku, sehe ich nur lachen. Du weißt doch, Dicke sind immer lustig. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das ist, was soll ich sagen? I walk past this dude and he's got the whole PS4 setup. Outside. With Wi-Fi? Nah, unfortunately. Wi-Fi coming soon, though. Wi-Fi coming soon. I've been playing Warzone right now. Yes, sir. We outside. Finde ich jetzt echt lustig. Wie random. Man darf diese Bilder da vorher nicht sehen, eigentlich. How strawberries look at you after being in the fridge for 24 hours. Ah, so geschimmelt. Mm. Hast schon mal eine gegessen? Die sind voll saftig, ja. Die sind richtig geil eigentlich. Aber das sieht echt aus wie eine verschimmelte Erdbeere. Ja, richtig geil. Stehe ich voll drauf. Auf verschimmelte Erdbeeren? Ja, boah. Oh, was ist das für eine Scheiße, Mann? Aber gut produziert. Bessere Produktion als bei dir, sag ich. Ist so. Ich hol mal kurz unseren Jonas. Aber ich glaube, wir sind auch zu alt, weil das ist ja auch voll abgegangen, das TikTok. Ist das abgegangen, das TikTok? Das ist abgegangen, das ist voll abgegangen. Ja? Ist reingespuckt? Nein, habe ich natürlich nicht. Oder es ist halt einfach unlustig. Ich merke manchmal mit Rezo, wenn ich so TikToks geguckt habe, wir lachen dann so nicht, aber die sind so komplett viral gegangen. Ja, wir sind einfach Boomer. Das kann gut sein. Komm, aber jetzt mal einen guten.
Oh. Ja, da muss ich halt nicht lachen, das aber ist halt süß. Der chillt sein Leben. Auf jeden, ja. Von denen kann man sich die Scheibe abschneiden. 19,5 Millionen Likes. Sieht das krass aus? 19,5 Millionen Likes, das ist schon übel. Das ist übel, ja. Wie viel Aufruf hat das Video, sieht man das? Da, 126 Millionen. Oh, das ist ein bisschen was, ja. Puh. Das Video geht. Bro, wer 8 Minuten lang. Wer schickt denn ein 7,5-Minuten-Video wieder rüber? Kriegen wir hier Überstunden bezahlt oder was? Du Gesicht! Entschuldigen Sie? Ja. Dürfte ich an Ihren Zopf nuckeln? Das Aftershocks? Ja, das sind Geräte, die man sich in den Darm einführt und die Elektroschocks in den Enddarm verpassen. Inwiefern kann man denn hier seinen Darm schocken? Am besten selber mal ausprobieren. Ach so. Ich möchte. Das Video geht auch zu lange ein und da muss ich auch lachen, sage ich ehrlich, Atlas, das ist schon funny. Zu lang, ja, Bro, ich guck doch hier nicht eine Stunde, direkt eine. Klein. Ich habe noch nie Alkohol getrunken und bin dann Auto gefahren. Nee, ich bin wirklich noch nie, ich glaube, ich bin sehr safe, dass ich habe noch nie einen Fan beleidigt. Aus Versehen. Nein. Ich habe noch nie. Nicht nur einen habe ich aber nicht gesagt. Du hast schon Alkohol getrunken, bist Auto gefahren? Aber das, ich muss das lernen auch so. Dass das nicht geht, dass es nicht gut ist. Nicht gut. Nicht gut. Es ist auch aus Versehen passiert. Weißt du, was meine ausländischen Freunde immer zu mir gesagt haben, wenn die das gemacht haben? Ist doch egal. Das Auto fährt mich von alleine nach Hause. Das geht gar nicht, nee. Das war aber auch, wie gesagt, ne? Das alles ist davor. Wirklich nicht gut so. Don't drink and drive. Ich habe da auch schon meine Erfahrung mit gemacht. Ich bin auch im Volltrunk gefahren. Einmal war ich auch betrunken, E-Scooter fahren. So. Weil ich wollte jemanden nach Hause bringen, so kam auch Polizei, hat mich so, musste ich auf Polizeipräsidium, habe ich Punkte bekommen, 300 Euro Strafe, musste in so ein Ding reinblasen, so. So eine Minute, dieses Ding war einfach so aus dem Zweiten Weltkrieg, einfach so ein altes Gerät einfach, ne, das musste so hochfahren, 10 Minuten lang und dann eine Minute lang und dann konnte ich einfach nicht mehr, weil ich war noch alkoholisiert. Aber ist doch eigentlich normalerweise sonst kein Problem, über eine Minute zu blasen bei dir. Wo ist denn da jetzt das Problem? Du hast recht, okay, ja. Du hast gelacht. 100 Euro für dich, Digga. An dich selber. So macht man Cash, Freunde. Okay, der war schon nicht schlecht, Digga. Ich höre gar nicht, ob du gelacht hast. Nein. Nie, ich habe nicht gelacht. Niemand, hast du laut gelacht? Nee, ich habe nicht gelacht. Ich habe auch nicht laut gelacht. Ich habe ein bisschen geweint sogar. Ich habe gesmiled, aber nicht laut gelacht. Aber du hast sehr laut gesmiled, so. War schon fast so ein Fuffi wert, so. Nein, das zählt. Ich diskutiere mit euch die Scheiße jetzt nicht. Wir haben ganz klar von Anfang an gesagt, laut lachen. Ich habe nicht laut gelacht. Neuer Banger von Monte. Oh Gott, bitte nicht. Jetzt kommt wieder was KI-mäßiges. Letzte Woche Kirmes war anders mit. Ich hab mit den Chayas am Autoscooter geschickt. Da hab ich einen Talaron aus der Ferne erkannt. Mit Seiten auf Null und Verrieb in der Hand. Ja. Er hat mit Warte mal. Aber. Boah, wir beide eklig. Aber. Es ist so schon ein bisschen beängstigend, ne, die ganze Sache. So, Bro, es gibt so viele Songs von mir, die sie gemacht haben mit KI, ist das nicht normal. Und auch wirklich Songs, die besser als das Original geworden sind. Ich weiß, ja, ist offensichtlich, was jetzt passiert. Er setzt sich, will sich hinsetzen, fällt hin. Oder? Ja. Boah, ich habe die ganze Zeit auf das Kind geachtet, gar nicht. Ich fand dich stark. Das ist Kevin! Und nein, weg damit jetzt. Ja, was kostet die? Die hier? Ja. Circa 700. Aber ich gar nicht schlecht, ne? Bei meiner Moderation haben sie es mitbekommen, als ich gesagt habe, so 600.000, 700.000 habe ich geschätzt. Für wie viele Personen ist das? Glaspenis. Entschuldigung. Für wie viele Personen ist das? Kennst du den? Max Schradin? Ja. Magst du den? Ja, weil er also Max Schradin hat glücklicherweise mir den Titel abgenommen vom Rentner. Ja. Weil er ist halt so unfassbar, also sonst waren alle immer lustig, aber jetzt kann ich endlich auch sagen, er ist so unfassbar alt. Wenn ich mit dem gechillt hat er schon so einen leichten Eigengeruch von Erde gehabt.
verstehst? Ja, aber Alter. Aber ich finde, der ist trotzdem lustig. Man hat schon richtig das Bedürfnis, zu ihm zu sagen, Digi, mach Testament schon mal. So, nein, Spaß. Marc Stradin ist wirklich ein super Typ, Digga. Ich habe ihn ja damals auch zu meinem Winter-Event, wo du nicht gekommen bist. Nachdem ich das 10. Mal schon eingeladen habe, wieder nicht gekommen, Digga. Nee, ich habe ihn da eingeladen, er hat bei mir dann auch moderiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und also Marc Stradin, bester Mann. Aal ist nicht gleich Aal und Lachs ist nicht gleich Lachs. Seit 65 Jahren steht... Bro, das geht 3:06. Also sorry, da muss ich vorher drauf achten. Jetzt will ich eigentlich auch wissen, wie es ausgeht, aber 3:06 kommt mir ist schon spannend, ich dachte auch so. Wollen wir uns das angucken, 3:06? Okay, lass gucken, lass gut. Ich glaube, wir würden stehen bleiben, wenn wir so da. Was bei dir drin ist, weiß dein Mann. Aber was hier drin ist, weiß keiner. Nimm du hier mal einen Aal weg, wo du willst. Ist halt ein Hamburger Altschnacker, ne? Du auch, sonst schläfst du mir noch ein. Und du sagst mal, welchen ich aufmerken soll. Ja, deine Oma ist ja nicht da. Wichtig den ist, musst du mal einladen zum Stream. Den Vertrauen. Aal rausnehmen aus der Hülle. Ja, das ist, tut mir aber passiert irgendwie. Es ist ein Residenz-Sleeper. Furzen in Kanalisation. Dieser Furz sucht eine fachkundige Gesamtwertung. Ja, die Frage, die ich mir nur stelle, ist: Ist der auch echt? Mhm. Weil wer klettert in den Schacht und spart sich diesen Forts auf? Ja, der wird nicht so einen, kannst du nicht aufbauen. Du kannst ja auch einfach so machen. Verstehst du? Stimmt. Oder du kannst zum Beispiel auch, also nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber du kannst ja auch einen Schlauch ins Arschloch reinstecken und mit reinpusten und dann forzt du ja auch en masse. Ja, das funktioniert wirklich. Ja, hast du schon mal gemacht, sag mal ehrlich? Nee, also ich hab's noch nicht gemacht, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Ich hab's schon gemacht, Digga. Hast du schon gemacht? Ja, so? Ja, so einen dünnen Schlauch ins Arschloch reinstecken und dann reinpusten und dann forzt du so los. Das ist nicht normal. Wilde Jugend auf jeden Fall. Das habe ich bei Kenny vs. Benny in der Serie gesehen, wer am lautesten forzen kann. Da haben sie sich auch einen Schlauch in den Arsch gesteckt und dann halt mit Dezibelmesser gemessen und da muss ich es auch mal probieren. Einfach fürs Allgemeinwissen. Wann war das? Das ist schon vor der YouTube-Zeit gewesen, okay, auf jeden Fall, okay. Ja. Der geht auch mit der Achsel, das geht auch nicht mit der Achsel. Kannst du mit der Achsel forzen? Mit einer was? Mit der Achsel. So, ne? Ja, aber dann kriegt man ja nicht so einen Nein, Forzen. Nein, da kriegst du einen kleinen. Ja. Ich werde es auch nicht besser hinbekommen, Leute. Naja, ich habe Unterhemd an, das ist problematisch. Ja, das geht nicht so. Kann ich nicht mehr, ich bin zu alt. Zwei erwachsene Männer, die... Lassen wir das. Mein ganzes Setup wackelt, weil ich bin ein begeisterter Schrubber. Wenn ich mir einen schrubber, dann halt ordentlich. Was? Bitte? Was? Bitte? Was? Das hat sie gehört? Von allem, was ich sage, hat sie das gehört? Die Frau hat Fledermausohren. Ich schwör's. Die lauert draußen, nur dass ich irgendwas sage. Also ich find's lustig, aber ich ist jetzt nicht, dass ich da in Tränen ausbreche. Aber Gronkh ist so Komfortzone irgendwie. So. Also, der Gronkh ist so Komfortzone. Wenn man den so guckt, dann fühlt man sich so. Gronkh ist einfach, glaube ich, ein Vorbild für viele Streamer und auch eine Motivation. Sag ich dir ehrlich, Gronkh ist für mich auch eine Motivation. Ich habe oft in der Zeit, wo ich älter geworden bin, also die letzten Jahre, habe ich oft so dran gedacht, irgendwann bist du ja eigentlich so alt, dass auch die junge Generation gar keine Lust mehr auf dich hat oder allgemein. Aber Gronkh ist auch einfach eine Motivation, dass man weiß, auch, sagen wir mal, 40 plus oder ähnliches, also 40 plus und drüber, dass man es schafft und auch noch Leute unterhalten kann. Das klang jetzt wie eine Beleidigung. Hm? Ob das eine Beleidigung gegen ihn war? Das klang jetzt gerade wie eine Beleidigung. Ich bin doch nicht Shoyoka, ich diss doch nicht Gronkh. Nee, das stimmt, ja. Ja? Da hat man ja gesehen, wohin das geht. Ich mach doch hier nicht die Shoyoka, Digga. Nee, Gronkh Hammer. Wir haben ja einmal mit dem auch gedreht, der war ja einmal bei uns auch in Aachen. Ich habe den noch nie kennengelernt. Ja, besser nicht, glaub mir. Nein. Doch, der ist wirklich doch. So, der ist wie in seinen Streams irgendwie. Wenn einfach. Ich den treffe, kriegt er erstmal einen Arschbohrer, Digga. So ein Ding ist das. Boah, der Mann lebt nicht mehr lang, sag ich dir, warum? 30 Minuten, nachdem du deiner Mutter gesagt hast, dass du bei Felix nur einen Film schauen gehst. Okay, es beginnt. Ui. Ja. Also die Clips sind bis jetzt... Ja, ein bisschen ass. Der ist gut, bestimmt. Ich hoffe. Guck mal. Ich sehe aus wie ein Walross. Stimmt, und zwei Pommes hast du auch noch. Das ist dein Humor. Das ist die hängebusige Ute von Facebook, die das postet und Roffel dazu schreibt. Und weiterschickt als GIF noch. Ja, so. Ja. Guten Tag. Ich kenne den Clip, aber das war wirklich... Bro, das,
ich hoffe, du wirst jetzt nicht lachen, aber das war wirklich einer der lustigsten Clips mit mir und Knossi. Da, also die zur Vorgeschichte, Knossi hat mich angerufen und wollte verkünden, dass er zu mir zu Besuch kommt und wir zusammen Lambo fahren und Casino streamen. Das war noch die Zeit, wo wir da auch mal Casino ein bisschen gemacht haben. Es ist soweit. Sonntag kriegt Knossi endlich seinen Behindertenausweis, weil es sein Down-Syndrom und anerkannt ist. Da ist was drin, Alter. Zuschauerpakete. Schwerbehindertenausweis? Hast du eins an der Waffel oder was? Was für Schwerbehindertenausweis? Was ist das denn hier für eine Scheiße, Alter? Gültig bis unbefristet? Spinnst du, Junge? Ey, Jens? Frech. Ja, ich feier Jens, ich feier Jens. Du hast gelacht. Ich hab schon gelacht, ja, war schon ein Lachen dabei. Also glaubst du, es war ein 100er für den? Von deinem Portemonnaie, ja. Für wen? Okay. Manu the Tiger? Dann kriegt Manu the Tiger den ersten 100er. Komm zu diesem Standort, den wir dir jetzt schicken. Nein, nein, nein. Alleine. PayPal. Kriegt ihr sowieso nicht, davon abgesehen. Ich bin ja dafür bekannt, nicht einzulösen. Kappa. Echt? Hm. Nee, mach mal. Nein, 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 das kriegt er per... Manu the Tiger. Das kriegt er per Überweisung, das sage ich meinem Steuerberater. Mit Jens dich auch. Ja, aber Jens ist halt Jens einfach unfassbar lustig, Digga. Ich habe gar kein TikTok mehr. Du hast ja noch privat TikTok, oder? Bitte? Ich habe gar kein TikTok mehr. Ich habe das... Wie geht das? Also ich mache dieses ganze Doomscrolling mache ich auch gar nicht mehr. Reels, Shorts und so weiter. Deswegen kenne ich viele Sachen wahrscheinlich gar nicht. Bist du selber noch so am... Ja, ich habe ja auch... Kann ich dir kurz zeigen? Ich habe ja auch noch einen Clip-Kanal, den einen Mitarbeiter und Freund Yusuf, der auch im Chat ist, also Master Exe, zeitgleich schon hochlädt. Ich bei DHL. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe hier ein Paket. Für mich? Nee, für mich. Ich wollte es nur mal zeigen. Kanal. Was guckst du, war schon eine geile Show ja, damals. Ja, war schon eine geile Show damals, ja. Ich weiß nicht, wer von euch aus der Zeit noch kommt, aber Was guckst du von Kai Ayana war damals schon, ich glaube, die lief auf Sat 1. Mhm. War schon cool, war schon echt cool. Ja, dieser Mann auch, ne? Ich habe ja auch mit dem gedreht, so. Das war so crazy. Das erste Mal, wo der so zu uns gekommen ist, der hat direkt gedreht und direkt einfach 3 Stunden lang alle Leute am Set entertained. Wir haben alle durchgelacht die ganze Zeit, außer in den Clips, wo wir kurz gedreht haben. Selbst da danach haben wir gedreht. Dann ist er direkt in Aachen in Halle und hat direkt für 2.000-3.000 Leute weiter performt, seine Show durchgezogen. Alle, das ganze Publikum permanent nur am Lachen. Der Typ Krass. Ist Wahnsinn, der Typ ist heftig. Auch einer der lustigsten Typen, die ich kenne. Also Kai Ayana, nur Liebe. Also Was guckst du, habe ich damals auch sehr enjoyed. Der Arme. Das war jetzt aber nicht so witzig. Bodenlos. Aber schön zu sehen, was deine Community lustig findet. Fast gelacht. Nee. Oh, Ehren, das ist genau in die Eier, ne? Boah, ich würde mich so abf***en, ne? Mich so abf***en. Und dann wird man auch noch berühmt so über so TikTok, wenn man das in die Eier bekommt. Bodenlos. Stell dir einfach vor, Digga, du hast den chilligsten Tag deines Lebens und willst einfach nur ein bisschen am Strand chillen und dir die Eier schauen. Digga, und dann kriegst du da so einen Ball in die Eier gedrossen, Digga. Das ist der einzige Urlaubstag, den ich hätte. So. Und dann liegst du am Strand, kriegst, boah. Und dann noch auf TikTok. Ah, okay, der zweite minus 100 Euro. Das ist der Domi. Domi. Domi mit 4i. Domi, komm, 300 Euro machen wir. Nein. Also, okay, dann ich muss es noch einmal gucken, Digga. Die ist cool drauf. Warum lachst du da? Ich grinse nur. Find ich voll cool. Digga. Hast du laut gelacht? Ich hab laut gedacht. So also 1, 2 Roffler waren schon dabei, ja? Ja. Oh, was war das denn? Das war eine Kombi. Wenn ich so tun, als ob ich einen Dreier starten will, weil sie ja eh im Bett liegt und ich deswegen wütend bin und dann lasse ich die Bombe. Das ist unlustig, Digga. Boah, mit den beiden habe ich auch so gar nichts zu tun irgendwie. Ich weiß nicht, die sind so. Kennst du. Also. Ich glaube, um fair zu sein, wenn man jetzt schaut, was jetzt im Internet passiert und was jetzt für Sachen hochgeladen werden und was Leute im Internet für Fame machen, glaube ich, sind wir alle zu hart
mit den Prank Bros damals umgegangen. Auch ich habe den Ansagen gedrückt, muss ich sagen. Aber für damalige Verhältnisse haben die echt komischen Content hochgeladen. Ich habe aber gesehen, man beobachtet das ja, beide sind sehr sportlich unterwegs, sind bei Instagram noch aktiv, sehen sehr muskulös aus. Und ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal im realen Leben mäßig treffe und ich mich auch für gewisse Sachen, die man damals gemacht hat, so persönlich entschuldigen kann. Weil ich glaube, damals ist man vielleicht schon ein bisschen hart auf die reingegangen. Also die haben viel Fake-Content gemacht. Das finde ich auch bis heute scheiße. Ich finde Fake-Content immer kacke, vor allen Dingen, wenn er nicht als Fake-Content deklariert wird. Aber wenn ich mir angucke, in welcher Zeit wir jetzt angekommen sind und was jetzt im Internet toleriert wird, sind die eigentlich noch Engel. Stimmt. Die haben auch maximal immer provoziert, ja, das stimmt. Was? Die schaden halt nicht wirklich akut jemanden, ne, mit ihren Fake-Pranks. Ja. Ich kenne die jetzt nicht so hundertprozentig, aber naja. Ja, damals wurden Leute gehatet, auch so Line-TV damals, ne? Da wurde ja auch teilweise gehatet dafür, dass die Leute die Musik nicht mochten von ihm. Naja, aber Line-TV hat auch echt ein schlechtes Album rausgebracht, muss man einfach sagen. Ich glaube, gerade auch bei Musik, wenn du wirklich gute Musik machst, dann kriegst du auch nicht den Hate. Ich glaube schon, ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Also, aber auch lieber, ne? Auch lieber. Ja, ich habe auch nie Probleme mit dem gehabt. Am 1. September grün wählen und blau wählen für Deutschland und Sachsen. Ich bin einfach unheimlich stolz darauf, dass ich heute hier sitzen kann bei Ihnen und wirklich mal sehen kann, wer die Politiker sind, die dieses Land an die Wand fahren. So heißt es, sieh zu, dass du Land... Das sind definitiv 100 Euro. Du verstummst dich ja gerade einfach. Nein, ich muss mich einfach zusammenreißen. Naja, alles, was ich über diese Frau jetzt sagen könnte, wird zur Anzeige gebracht werden. Deswegen. Ich habe sie ja schon mal persönlich getroffen, Ricarda Lang. Ja? Ja. Und? Mir taten ihre High Heels extremst weh. Die haben einen richtig harten Job gemacht. Die haben mich richtig angeschrien, wir explodieren gleich. Weil es so warm war natürlich nur, ne? Ist ja klar. Also das war wirklich, die High Heels haben einen richtigen Breakdance gemacht, Digga. Das waren so rote High Heels, Bro. Naja, ich will nicht sagen, weiter geht's. Das war wirklich... Dale. Deo! Oh! Ist das ein Hund? Das war ein süßes Schwein. Süßes Schwein. Deo! Deo! Süß. Ist süß. War schon süß, ja. Ein Schweinchen. Hallo. 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 Ach, Digga. Oha, eine Frau von Birken. Weißt du? Das kannte ich nicht. Nee. Weißt du, wie viele Leute da geschrieben haben, Monte in 10 Jahren? Was soll das denn heißen? Das bin ich, Digga. Das ist aber respektlos. Wegen der Scheiße verliere ich jetzt 100 Euro. Das ist echt, da kann man nichts sagen. Der ist gut. Das bin. Da, Digga. Hallo. Boah, 1:1, was ist das denn? Oh, der schämt sich auch so ein bisschen so. Ja, minus 100 Euro, scheiße, vom Bryce. It's Britney, bitch. Thank you very much. Mr. President, can you tell us, sir, Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir? Do you think the conviction... Ja, das fand ich jetzt nicht lustig, Digga. Aber Britney Spears war damals so... Die war krass, die hat so rasiert. Britney Spears und Christina Aguilera waren damals... Alter, heftig. Ja, die haben voll geprägt einfach. Jeder kannte die, jeder. Weißt du, was mich aber wirklich am allermeisten aus der Zeit geprägt hat? Was kommt jetzt? Der Paris Hilton, Digga. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas mit Musik. Nee, der Paris Hilton-Porno hat mich echt geprägt, Digga. Der hätte dich zu dem gemacht, der du heute bist, oder was? Nee, das nicht. Aber ich weiß... Damals gab es das ja noch so auf CDs zum Brennen und so. Ja. Und ich habe den Kollegen mitgebracht, ich hatte ihn selber nicht gesehen. Satan war sein Spitzname im Übrigen. Und der hatte eine eigene Wohnung damals in Holland-Twienfleet, das ist Ecke zwischen Stade und Buxtehude, so Holland-Twienfleet. Und da haben wir uns den bei ihm reingezogen, also in CD-Laufwerk reingetan. Und haben uns den angeguckt und haben gekifft. Und dann kam irgend so eine Stelle im Badezimmer, wo sie so... ihre mündliche Prüfung absolviert hat. Und wir gucken uns beide an, er sagt, okay, ich gehe in mein Zimmer, du gehst ins Gästezimmer. Das war wirklich, das... Hat irgendjemand von euch geguckt, den Paris Hilton Schauspieler-Film? Also es gab zwei Filme von persönlichen Leuten aus der Öffentlichkeit, die mich geprägt haben damals. Das war Paris Hilton und Pamela Anderson.
Hast du die nie geguckt? Ja, Paris Hilton habe ich nicht geguckt. Hast du gedreht selber mit, oder? Genau. Und Pamela Anderson? Ja, die kannte man auf jeden Fall. Das war aber auch noch was ganz anderes, muss man fairerweise sagen. Das war was ganz, also heutzutage ist, also damals, wenn du irgendwie an so ein Filmchen rangekommen bist, so als Jugendlicher, war das so ultra krass special, so ey, hast du deinen Jungs so erzählt, so ich hab da was, ey, gib mir das auch mal. Das war voll so exklusiv, so, weil wie kommst du an solche Filmchen ran damals? Heutzutage ist ja so öffentlich zugänglich für alle Leute, was ich eher als komplett gefährlich sehe. Sehe ich auch. Sucht und Ähnliches ist schon gefährlich. Ja. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich noch sehr krass Instagram-süchtig war. Das war auch noch letztes Jahr. Da habe ich auch irgendwie, der werden ja Sachen zugestreut. So, ne? Und dann bleibt dein Blick so ein bisschen länger und der Algorithmus denkt direkt so, ah, korrekt, ich gebe dir noch mehr davon. So. Und ich habe mich danach so leer und so, ich fand auch irgendwie alles, ich habe so ein Spiel geguckt, ich fand mich hässlich, ich fand alle hässlich und irgendwie alles war hässlich. Ich war so leer, ich wollte gar nichts mehr. Ich hatte einfach so eine leichte so depressive Phase gehabt danach immer. Und dann dachte ich, boah, okay, ich gucke jetzt nochmal wieder weiter TikTok und Instagram Reels, um es irgendwie zu stillen so. Und das habe ich auch ganz gefährlich eigentlich. Und echt. Das ist sehr, sehr gefährlich, ja. Oh, gefährlich, hundertprozentig, ja. Aber wir kommen beide aus der Zeit, wo man eine VHS-Kassette noch in den Videorekorder reingetan hat. Und es ist keine, ich skip mal vor, sondern du musstest wirklich, also du musstest den Film auch noch wirklich enjoyen. Das ist schon krass, ja. Da kann ich sogar noch verstehen, wenn Leute gesagt haben, ich habe mir die Story angeguckt. Ja, verstehst? Ja, das stimmt schon. Warst du ein Fan von Gina Wild? Gina Wild fand ich auch krass. Die war gut, sag ehrlich. Ja, ja. Aber so, ich glaube, Carmen Electra damals war auch. Oh, mach die alten Dinger nicht auf, Alter. Ja, gut, ja, okay. Gut. Geh mal gucken. Das, endlich mal jemand aus meinem Jahrgang, der mich auch versteht, Alter. Oh, das war auch sehr lustig. Eingepackt! Kennst du das? Das kenne ich, ja. Der kotzt fast, glaube ich, gleich. Ne? Ist denn aber schon Weihnachten oder was? Bitte. Es ist weich, ich sag euch ehrlich, es ist weich. Das ist legendärer Clip, Digga. Das sieht mir aber komisch aus! Jungs, wie sieht das denn aus? Es ist weich! War wer doch da drauf? Bruder, ich trau mich nicht, das aufzumachen, ich sag euch ehrlich! Riecht komisch. Riech mal dran. Also. Wie er es jetzt am Finger hat. Das ist so. Das ist so ehrenlos. Nein. Alter. Der Sommerfahren, Digga. Du hast das geschickt, ne? Wie kann man das scheiße? Boah, der Arme ist desinfiziert. Boah. Alter, das war auch so damals noch so ein Ding, wo. Ich glaube, alle YouTube-Kanäle hatten damals irgendwie so ein Postfach und jeder konnte jedem was schicken. Ich war noch voll so. Ich habe auch letztes Pakete-Unboxing gemacht, ja? Ja. Aber ich habe keinen Code geschickt bekommen. Ja. Boah, aber du hast schon fiese Sachen geschickt bekommen? Den Salzstreuer. Okay, ja, der Salzstreuer, ja. Wir sind in so einer kranken Zeit angekommen, dass wir es für notwendig gehalten haben, die Pakete auf Sprengstoff zu untersuchen. Wir haben Leute, also jetzt nicht direkt von Zoll, aber so ein Team wie einen Zoll, die mit Spürhund und allen gekommen sind, die jedes einzelne Paket auf Sprengstoff und GPS und den ganzen Scheiß untersucht haben. Das war jetzt ein Downer. Nee, das war kein Downer. Das ist halt krass. Notwendigkeit. Ja, aber heftig. Okay, ich melde mein Postfach wieder ab. Da ist der Carsten. Carsten Rage, oh Gott, bitte nicht. Warte mal, bis ich deinen grünen Lambo sehe. Ja, was würdest du denn dann machen, Digga? Du wirst den grünen Lambo sehen, wie ich da drin sitze, und dann wirst du ja einen Kopf sehen, der hoch und runter geht, und dann merkst du, dass deine Mom im Auto sitzt mir gerade im Face auf. Du bist gar nicht verstanden. Da habe ich einen Kollegen weggedisst, Noisy, dass mir halt seine Mutter immer im Lambo einbläst. Was soll ich sagen? Halt beim Zocken. Bennett, was zockst du PS4? Oh, Fußball? Ja, du bist ja fußballorientiert. Bennett, können wir damit rechnen in, sorry, sag noch einmal kurz, wie alt, sorry? 14. Das heißt, du bist auf dem Weg zum Arbeitsamt. Ich glaube, das ist lustiger, wenn man im Publikum sitzt. Ich muss dir ehrlich sagen, bin echt kein großer Freund von deutscher Comedy. So, also kein Disrespekt, so Mario Barth und Cindy aus Marzahn und so. Ich glaube, die letzten wirklichen Comedien, die mich zum Lachen gebracht haben, sind so ein Dieter Nuhr. Den fand ich eigentlich ganz lustig. Wie hieß der immer einen auf Ossi gemacht hat? Mit seiner Weste
und langen Haaren mit der Halbglatze. Wie hieß der denn nochmal? Olaf, ja, Olaf Schubert. So, den finde ich zum Beispiel lustig. Und so alte Sachen wie Bastian Pastewka. So, Sex-TV und so. Ne? Genau, so ja. Die Wochenshow. Das Zurück zu Lück. Zurück zu Lück. Aber auch, wusstest du, Bastian Pastewka hatte ja auch eine Comedy-Show, Pastewka hieß die. Ja, ja, ja. Die zum Beispiel fand ich ultra funny. Aber so die neue Generation finde ich sie nicht so lustig. Ja, ich glaube, aber es ist auch so ein bisschen dieses Nostalgische, was so mitschwingt. Ne? Dass du so einen Bezug zu diesen Personen und zu deren Humor hast, mit denen du auch groß geworden bist. Das prägt ja einen auch. Safe. Und ja. Er beleidigt mich ja hier im Grunde. Ja. Also eher würde ich ihn disrespekten als lachen. So, ja, mit Otto Walkes bin ich auch so groß geworden. Otto, Bro, die alten Otto-Filme. Ja, ja, das war schon. Das war schon sehr lustig. Oder was ich mir letztens wieder reingezogen habe, wo ich einen übelsten Nachtflash draufgeschoben habe. Voll normal. Voll normal, ja. Tom Gerhardt. Ja. Oh. Den habe ich getroffen. Ja? Ja, ja, ich habe ein Foto mit dem. Und jeder ernsthaft? Immer so, wer ist das? Das ist Tom Gerhardt. Hausmeister Krause. Voll normal. Voll normal. Der Film, Digga, wo sie da die Titten begutachten. Und, ach, Digga. Sorry. Aber der Film würde heute gar nicht mehr, nee. Wenn man den heute rausbringen würde, würde man Sexismus und frauenverachtend. Damals war alles noch ein bisschen locker. Und natürlich Helge Schneider. Ne? Helge Schneider ist auch krass, ja. Aber ich finde Helge Schneider comedy-mäßig krass. Ja. Aber ich finde ihn musikalisch noch viel krasser. Ja, der musikalisch war der echt so ein Genie einfach. Der hat ja alles selber gespielt. Ja, ja, alles. Ja. Paul Panzer fand ich auch noch funny damals, ja. Auf jeden. Mit Telefonstreichen so. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass man das heute, also so von wegen, so damals war alles noch chilliger. Humor ändert sich, alles ist im Wandel. Sprache ändert sich ja auch letztendlich so. Viele Sachen können wir halt nachvollziehen, viele Sachen vielleicht ein bisschen weniger auch so. Aber es ist alles immer im Wandel, sowohl wir als Menschen, als Gesellschaft, aber auch halt in der Sprache so. Aber da stimme ich dir zu 100% zu, aber ich muss da eine Sache sagen, auch für mein Gewissen. Es ist nicht nur, dass sich die Sprache verändert, sondern es ist auch die Anpassung und die Angst. Und wir leben leider, das muss ich einfach so sagen, in einer Generation oder in einer gesellschaftlichen Situation, dass Leute gerne Dinge sagen wollen würden, sich aber nicht trauen, weil die Cancel-Culture, wenn du das sagst, dich von Grund und Boden versucht zu... Ich sage nicht, dass irgendwelche rassistischen Witze geil sind. Das meine ich nicht. Ich meine aber, die Sparte des Humors, wie sie früher war, würde heute gar nicht mehr funktionieren. Nicht, weil der Humor heute nicht mehr auf Einklang stoßen würde, sondern weil es zu viele untervögelte Menschen gibt, die in ihrem Leben nichts Besseres zu tun haben, als andere zu canceln, um von ihrem eigenen Leid und Elend in den eigenen vier Wänden abzulenken. Das ist einfach ein großes Problem. Heute muss alles politisch korrekt sein. Heute darf man nicht mal einmal ein bisschen drüber hinaus, weil dann wieder der Twitter-Mob und die Cancel-Culture alle Leute anschreibt und dich versucht zu canceln. Deine Auftritte oder whatever oder dein Partner springen dann von dir ab, weil sie den Druck haben. Das ist die heutige Gesellschaft ist zum Kotzen, was das angeht, ja, finde ich. Ja, ja. Ich meine, dass beim Canceln, ich sehe manchmal halt die Cancel Culture gar nicht als der Moment, wo etwas gecancelt wird, sondern meistens sind es die Leute selber mit ihren Statements. Und damit haben ganz viele Leute sich vor allem selbst auch gecancelt. Das ist auch ein großes Problem, definitiv. Mhm. Ich verstehe voll, was du meinst. So. Das ist so, wenn ich mir beim Dad rede, ne, der sagt dann auch ganz oft so, wo ich das sage, Dad, sowas sagt, dürftest du heutzutage nicht mehr sagen, so. Und der sagt dann halt auch so, ja, okay, früher, ne? Früher hätte man das so sagen dürfen. Ich verstehe das so. Ne? Und bei vielen Sachen sehe ich das selber auch, weil wir schreiben Comedy. Und wie oft wir Diskussionen haben, ey, das können wir nicht sagen oder so weiter. Ne? Und teilweise versuchen wir uns auch gegenseitig zu educaten, aber ich habe eher das Problem, dass ich manchmal die Übersicht verliere so ein bisschen. Ne? Bei vielen Sachen ist es so für mich sehr, sehr klar. Aber manchen Sachen denke ich so, geht das so weit? Ich habe irgendwie so innerer Monk sagt, das geht nicht klar. Und dann frage ich jemanden und der sagt, würde ich nicht machen. Ah, okay, dann lerne ich halt dazu so. Aber es macht Comedy schon schwierig, definitiv. Es ist, ja. Wir reden, wie gesagt, nicht über Dinge, die man heute nicht mehr sagen darf. Und sie waren damals okay, weil sie damals nicht als rassistisch eingeordnet worden sind und heute ganz klar rassistisch sind. Das meine ich nicht. Ich meine aber, der Druck, der auf Leute ausgeübt wird und auch auf die dazugehörigen Partner, und damit spiele ich jetzt nicht auf die jetzige Luke Modric-Situation an und den Podcast, das meine ich gar nicht. Das ist ja schon viel, viel länger. Du kannst viele Dinge heute einfach nicht mehr sagen, obwohl du kannst Witze machen und 99% deiner Zuschauer feiern das, aber 1% ist auf einmal dagegen und dann bildet sich ein kleiner Mob, der dich versucht zu canceln und Druck auf Leute ausübt, wie Partner und ähnliches. Und dann bist du auf einmal in Erklärungsnot, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Und dann ist natürlich auch das Statement entscheidend. Ne? Genau, genau, ja. Aber da verkacken die meisten Leute leider immer selber so. Ich kenne das, ich habe auch schon mal ein schlechtes Statement abgesetzt, so ist das nicht, ne? Ich habe auch schon mal ein schlechtes Statement abgegeben. Aber eine Sache hast du gerade gesagt, was entscheidend ist, ob ich dir heute Abend noch einblasen werde oder nicht. Mhm. Du hast gerade gesagt, dein innerer Monk.
Lässt es darauf zurückschließen, dass du Monk-Fan bist? Oder hast du es einfach nur gerade so gesagt? Ich habe es einfach so gesagt. Dann gibt es keinen Blowjob für dich. Ich habe gedacht, ich habe einen Freund gefunden, der Monk auch mag. Ja, aber zeig mir doch Monk. Ich soll dir Monk zeigen? Naja, du musst einfach Monk gucken. Okay. Monk ist eine der besten Serien, die es gibt. Viele denken, Monk ist so wie CSI, so Kriminal, Dr. House. Aber bei Monk baut sich von Anfang bis Ende so eine geile Geschichte um den Charakter Monk und sein Leben auf. Monk ist eine 10 von 10 Serie. 10 von 10. Monk ist so eine unfassbar geile Serie, Digga. Okay, gönn ich mir. Dann können wir da noch einige Dinge nachholen, Digga. Das kann ich mir nicht geben. War okay. Ja, er kriegt eine 5 von 10 so. Ja. Ja, der ist cool, ja. Okay. Also, dann. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Ich finde, den habe ich schon 10-mal gesehen in meinem Leben. Aber der ist schon lustig, Tipp, ja. Aber jedes Mal muss man halt irgendwie lachen oder grinsen. Es gibt 194 Warum hast du den Kopf? Wovor hast du Schiss? Das denn? Was gibt's da zu grübeln? Was machen die mit Marc, Alter? Ich hab's nicht verstanden und ich fand's auch unfassbar unlustig. Es ist gruselig einfach. Wieso sollte ich eine Schlafparalyse-Dämon von Marc Forster haben? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Hab ich nicht verstanden. Me using the unlimited Stamina Glitch to go home Ausdauer. When I'm drunk. Hä? Also wenn du so betrunken bist, dann hast du das Gefühl, du bist einfach super powerful, hast unendlich viel Ausdauer und was so weiter. Was heißt Stamina? Ausdauer, wie bei den Spielen, Stamina. Steady Aim kenne ich nur. Steady Aim, ja. Stamina heißt Ausdauer? Würde ich mal sagen, Stamina? Oder? Stamina? Ja. Das könnte auch irgendwie da so ein neumal kluger, neuer deutscher Name sein. Stamina, komm! Nee, ich kenn's nur... Stamina! Ich Doriana, kenn's nur von Diablo. Doriana, Digga. Bei Diablo könntest du immer Stamina... upscale. Hör ich das erste Mal. Echt? Mina habe ich schon mal gehört, ne? Ich hatte letztes Jahr einen Dreier mit... Das gucken wir uns nicht an. Das sind einfach zu viele TikToks, ne? Waschbären aber auch, ne? Waschbären. Geilsten Tiere, ne? Hast du laut gelacht gerade? Hab ich? Ich glaube nicht, oder? Oder? 100 Euro minus wieder. Danke dafür, Digga. Ich habe ja gar nicht mehr. Die Wette geht. Bro, du kostet mich 500 Euro schon heute. Aber es ist echt ein lustiger Clip. Auch dieses Unauffällige. Die sind so diebisch. Dass du gar wieder wegläuft. Auch wieder so Waschbären. Ich hatte ja mal das Vergnügen, Wildpark Schwarze Berge ins Waschbärengehege zu gehen und die zu streicheln und zu füttern. Das sind echt süße Tiere, wirklich. Haben die dich beklaut? Nee, ich habe sie gefüttert, also haben mich nicht beklaut. Das war echt schön, das war ein schönes Erlebnis. Hi Gubi, mein Lieber. Yo, was geht? Du, heute habe ich keinen Fuffi dabei, sondern 500 Mäuse. Keine Mist. Für 500 Euro mache ich dir mal eine richtig deftige Platte, mein Lieber. Ja, dann zeig mal her. Fangen wir an mit 10 richtig ranzig, ekelhaft cremigen Ferdi-Boxhörschen. Das ist meine Portion. Das ist... Keine Portion, mein Lieber. So, dann machen wir weiter mit unserem hausgemachten Spezial-Hotdog, mein Lieber. Oh, der sieht ausnahmsweise mal richtig gut aus. Nicht so voreilig, den mache ich dir jetzt richtig eklig, mein Lieber. Oh, das hätte ich mir denken können. Absolut. So, packen wir hier noch ein bisschen extra teure Soße drauf, mein Lieber. Dann gibt es zusätzlich 20 Euro auf Haus für dich, mein Lieber. Ach, die gehen inklusive. Danke dir, mein Lieber. Die kosten 50 Euro extra. Ach, das ist mal eine richtige Absage. Absolut. Dann haben wir. Worauf basiert das? Stinke Ekelsardine, mein Lieber. Boah, das erinnert mich an meine Freundin. Das ist einfach nur. Ich würde 100 Euro jetzt dafür bezahlen, dass ich es nie wiedersehen muss. So ein Ding ist das. Das war wirklich so unfassbar unlustig. Die Armen. Ja, ist mir egal. Aber basiert das nicht auf irgendwas? Keine Ahnung, Digga. Es ist einfach. Aber es kommt. Das ist mein Deal. Es ist einfach eine Lebensmittelverschwendung und unlustig. Ich kann das alles nicht mehr. Ich schwöre alles. Vor ein paar Wochen habe ich meinem Opa ein Smartphone gekauft, in der Hoffnung, weil er braucht ein neues Handy, ist ja alles gut. Und einer meiner kleinen Cousins hat auch sein Handy Clash of Clans installiert. Ist ja an sich gar nicht schlimm, aber vor ein paar Tagen hat mein Opa eine Benachrichtigung auf sein Handy bekommen von Clash of Clans mit ihr Dorf wird angegriffen. Und jetzt
ja, ist mein Opa gestern mit dem Flieger in die Türkei in sein Dorf geflogen, weil er dachte, das Dorf wird angegriffen. Bitter. Das ist. Hey, die 100 Euro kommt von dir jetzt, ne? Ja, egal. Wegen Clash of Clans, Alter. Oh, warum finde ich das lustig? Weil ich einfach mich an die Situation erinnere, wie meine Großeltern am Handy sind. Wie oft muss ich meiner Oma Dinge am Handy erklären und es ist einfach, das Wissen ist dann aber auch wieder weg. Das stimmt, ja. Bei mir ist so in Singapur. Mein Onkel sitzt da manchmal so in der Küche und dann hat er wirklich so das älteste Phone, das es so eigentlich gar nicht mehr zu kaufen gibt. Und der hört sich den ganzen Tag einfach diese Klingeltöne an. Und dann geht er runter. Und das geht den ganzen Tag einfach. Und das enjoyt er, oder was? Ja, und der ist ein ultra intelligenter Mann. Also wirklich. Der hat auch so, also wirklich ein krasser Typ. Aber da. Also sagst du, Smartphones verblöden im Grunde. Ja. Hm? Smartphones verblöden am Boden. Ja. Wann Fortnite? Das ist wirklich so weit weg von lustig, Digga. Und spielst du wieder Fortnite? Das ist halt einfach langweilig, aktuell nicht, Digga. When she tries to help. Oh, boah. Oh. Alter, aua. Also, yeah. Woman, mehr sage ich dazu nicht. Die Sache ist so, wir bei unseren Pooldrehs und so weiter, kann ja so, also ne, auch wenn wir so aussehen wie Chaoten, achten wir schon immer drauf, dass sowas nicht passiert, weil es kann gefährlich sein. Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich euch, warum alle Zocker sind unabhängig, ob jemand auf PlayStation, Xbox oder was auch immer spielt. Ehre Digikus, Digga. Da bin ich 100% Ihrer Meinung, Lehrer Schmidt, aber wie kommen Sie zu diesem Ergebnis? Wenn ich PlayStation mal Xbox hoch 3 in den Taschenrechner eintippe, kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Nämlich, dass wir alle Gamer sind mit einer Leidenschaft im Herz. Nämlich... Guck mal, ich versteh's nicht, ich zeig's dir mal ganz kurz, okay? Boah, das ist der alte Mann. Digga. Moin, meine Freunde und herzlich willkommen mit einer neuen Webcam, die C920 von Logitech hat mir geholt für 80 Euro. Richtig fettes Ding. Könnt mir mal schreiben, wie ihr die Quali findet, aber ich finde sie 1A. Guck mal, die Kamera auch ein bisschen anders positioniert, hier auf meinem Zockerplatz. Das ist ein guter Clip. Runde Stand-off. Moin, meine Freunde und herzlich willkommen. Mit wie dämlich ich da auch noch gewunken habe. Ich finde die Qualität ganz gut, Digga. Auf Xbox... Guck mal, dieser Sound hier, ich habe das gesagt vor 6-7 Jahren. Mhm. Und vor 2-3 Wochen ist es viral gegangen auf TikTok auf einmal. Das ist auch eh verrückt auf TikTok. Ja, das hab ich gesagt. Xbox sollte man nicht zocken. Digi, in dem Fall muss ich dir ganz ehrlich sagen, Digga, dass du einfach die Schnauze hältst. Denn wir sind alles Zocker. Mir ist es egal, ob du Xbox zockst, Gameboy, PC, PS4 oder auf der Switch. Aber am Ende sind wir alles Zocker. Und wir sind alles Zocker, Rolle, Digga. Auf welcher Konsole du spielst. Wir haben dieselbe Leidenschaft im Herzen, nämlich das Zocken. Und am Ende ist vollkommen egal, auf welcher Konsole du spielst, Digga. Wir sind alles Zocker. Auf Xbox sollte das ist auf einmal voll der Meme geworden. Ich weiß nicht, wer hat das zum Meme gemacht? Ich weiß nicht. Voll crazy. Auf TikTok kann das einfach so spät so sein. War bei Rezo auch, der so ein Song, der 10 Jahre alt ist, komplett viral gegangen auf einmal. 10 Jahre später irgendwie. Habe ich natürlich den Hype mitgenommen, 2 Millionen Klicks nochmal schnell. In dem Fall muss ich dir ganz ehrlich sagen, Digga, dass mit du einfach Ehrenbruder Kylo. Denn wir sind alles Zocker. Mir ist es egal, ob du Xbox zockst, Gameboy, PC, PS4 oder auf der Switch. Aber am Ende sind wir alles Zocker. Und so ein Feini. Ich wollte das erst alles komplett nachsprechen, Digga. Ich habe nach dem ersten Satz losgelassen, Digga. Obwohl ich einfach mich selber nachreden musste. Ich habe einfach losgelassen, habe keinen Bock drauf gehabt, Digga. Wie du da aussiehst, ganz anders. Ich guck einfach doof in die Kamera und das läuft. Das haben wir hier. Da, Digga, der Clip. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Digga, der Clip von Carsten. Der tief, Alter. Der hat auch. Digga. Der hat auch so eine kranke Lache, Alter. Das ist der beste, einer der besten Clips von Carsten, der so lachend, Digga. Angelaufen kommt. Du musst einfach nochmal darauf achten, beim zweiten Mal, wie er nochmal den Kopf kurz hochsteckt und nochmal lacht. Oder weiter lacht. Eine Lawine. Und jetzt.
Wie so ein Cartoon ist das einfach. Das ist wirklich wie so ein Cartoon, ja. Das ist einer der besten Clips von Carsten, sag ich ehrlich. Wieder 100 Euro, Kacke. Wir wollten nur bis 1000 Euro machen. Wir gucken noch ein paar Clips und dann scheiß drauf. Ich will mich hier auch nicht, ja, keine Ahnung. Pleite lachen. Mein Vermögen verzocken. Hast du laut gedacht? Ich habe nur gegrinst. Wie ist der aus? Boah! Ja, okay. Hä, wie geil die Reaktionen sind einfach. Oh Mann, ey. Also mit Vorzeiger kriegt man mich wirklich leicht. Okay, ich merk's. Ja. Zwei Clips noch und dann ist gut. Sag du Stopp. Stopp. Boah, jetzt hab ich die Verantwortung. Ich... Guten Clip hast du rausgesucht, Digga. Wirklich, super. Das war das Schlechteste. Und da steckt ja die Finger rein. Ach die Gott, Drecksau. Digga. Gucken dir mal an, weil sie kaum sieht dann Schlitz. Nee, dafür Zack, kriegen wir 100 Euro. Sind die Wichsgriffel drin. Ach sag Gott. Mal, du bist ja ein richtiger... Gott, das ist wieder so ein Beate-Ute-Clip, Digga. Mit Engebusen auf Facebook am Lachen, Digga. So eine Scheiße. Okay, also ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt verschenkt? Ich glaube knapp 1000 Euro, würde ich sagen. Gut? Ich glaube schon, ja, so als 700, 800. Also, ein Clap in den Chat. Man muss dazu sagen, Ju fährt jetzt noch 5-6 Stunden nach Hause. Also es war sehr, sehr korrekt auch, dass er überhaupt noch sich die Zeit genommen hat, hier bei mir im Stream vorbei zu kommen und abzuchillen. Er ist 6 Stunden hierher gefahren und fährt jetzt nochmal, gut, nachts geht es ein bisschen easier, 4-5 Stunden zurück, also über 1000 Kilometer heute gefahren. Also da ein dickes Clap in den Chat und Monte L. Anju, dass er hier am Start ist. Die Kombination, die er nicht dachte, die er braucht, aber jetzt wisst, dass er sie braucht. So ein Ding ist das. Dass es die auf jeden Fall gibt. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ich war aufgeregt, so vielleicht hat man das ein bisschen gemerkt. So. Aber hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Safe, 100%ig.